Richtig. In dem Spiel jedes Mal die Rückseite. Wenn du die Rückseite nicht anschaust, bist du der größte Vollidiot. Da habe ich sowieso die Rückseite auch gemacht, gell? Sicherheitshalber, passt, 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 passt. Ja. Lass dich nicht verwirren. Lass dich jetzt ja auch nicht verwirren. Was haben wir denn da Schönes? Schon wieder so ein Zettel. Das gibt's ja nicht. Lauter Zettel zum Lesen. Wir könnten so auch die Geschichte erzählen. Mit ein bisschen Quack-Quack. Finde ich interessant, dass sie das quasi so betitelt haben als Attraktion. Das ist auch nicht deppert. Das ist auch nicht deppert. Bist du aber schon saftig? Ist schon sehr saftig, bist du deppert. Aber schön, jetzt macht es dann natürlich dann auch wieder Sinn, dass man eigentlich quasi im Endeffekt nur sagt: Er ist ja eh nur Attraktion. Was ist das Problem? Was ist euer scheiß verficktes Problem? Das ist ja eh nur Attraktionen. Jetzt bin ich gespannt, oder umso weiter hier einige. Na, dann drück mal drauf. Was gibt's denn da wieder für eine Geschichte? Okay. Stimmt, da hat aber jemand ordentlich gesoffen. Da! Da wollte aber einer saufen. Bist du deppert? Die Sicherung. Da wollte unbedingt einer saufen, gell? Was sagst du? Da wollte unbedingt einer saufen. Sie voll angesoffen, der Haverer. Voll angesoffen. Sehr gut. Sagt mal. So, ja, deswegen ein Strom. Ja, dann hau dich da um zum Stromkasten und dann schauen wir uns das mal an. Gott Vielleicht können sei wir Dank. Und was zusätzlich aus noch das diesem ein oder Jahrhundert? andere aktivieren, das wär's. Warte kurz, diesmal müssen wir von ganz von unten beginnen. Ja, das haben sie nicht deppert gemacht. Diesmal haben sie es wenigstens ein bisschen komplizierter gemacht. Finde ich gut. Finde ich gut. Ah, das war schon falsch. Bam, bam. Bam, bam. Ich glaube, da hätte eigentlich beides wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen. Hätte auch sein können, aber was muss ich machen? Würde ich jetzt mal in dem Fall sagen. Ah, du kannst ruhig abschalten, gell? Ja, du kannst ruhig abschalten. So. Haben wir eh schon reingeschaut gehabt? Was der sicher, sicher weißt. Ah, haben schon zugemacht. Ah, so ist es. Also ist das, die Hunde haben schon zugemacht. Kann halt natürlich sein, dadurch, dass jetzt vielleicht das ein oder andere Licht am Start ist, dass ich das ein oder andere jetzt auch nutzen kann. Dementsprechend schaue ich noch lieber zweimal herum, weil vielleicht kannst du jetzt wirklich das ein oder andere aktivieren. Beziehungsweise vielleicht kannst du plötzlich in den Kühlschrank reinschauen oder vielleicht kannst du das oder das jetzt viel leichter erkennen. Oder benutzen. Das wäre super. Ah, das hätte ich jetzt leiwand gefunden, wenn man vielleicht quasi Sachen gefunden hätte, wenn das Licht gewesen wäre. Noch zusätzlich. Hätte ich lustig gefunden. Naja, lustig. Leiwand hätte ich das gefunden. Okay. Kann damit nichts machen. Schade.
Ja, jetzt bin ich schwarz. Setz dich hier und genieß die Show, ha? Setz dich mir hier, Digi. Überhaupt nicht creepy, überhaupt nicht. Aber anscheinend hat da irgendjemand einen Puppenfetisch gehabt. Definitiv. Definitiv auch ein Puppenfetisch. Oh. Ich dachte, hier gibt es wenigstens ein bisschen mehr Licht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, nur bei der einen Puppe kann ich was machen, oder wie? Haha, da ist ein Münzerl. Nee. Das ist gut. Das ist sehr gut. Verdammt! Das hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht so geschockt. Nee. Leider nicht. Leider nicht. So, jetzt kann ich den Scheißtag da aktivieren. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was wir wieder hören. Ja, drück mal drauf. Um meine eigene kleine Burg zu bauen. Genauso wie Holmes. Die meisten wie ich machen ihre Geschäfte dort, wo ihr Ziel lebt. Die wollen wohl gefasst werden. Holmes' Idee war genial. Man muss mit Honig eine Falle gehen. Haben Sie was zum Rauchen mitgebracht? Haben Sie? Lucky Rats? Ja. Und die sind wie Gold hier drin. Finde ich so geil, dass es wieder wehen mit der Zigaretten. Also ja. Ein Honigtopf. Holmes hat ein Hotel gebaut. In der Nähe der Weltausstellung. Und nannte es das World's Fair Hotel. Und hat in Zeitungen neben Werbungen für die Ausstellung annonciert. Natürlich nahmen dann alle an, es wäre das offizielle Hotel. Ma und paar Kettle kommen mit dem Zug aus Nebraska. Sie reisen 3 Tage, sie sind müde und wollen sich ausruhen, begeben sich auf ihr Zimmer und hoppla, wer hätte das gedacht? Holmes hatte eine Gasleitung, sie ist unterm Bett, vergiftet sie. Oder er öffnet eine Falltür. Vielleicht trennt er sie und... Ah, da ist der Amara von letztens. Und sie auch noch. Geil. Oh, gut gemacht. Das ist der Vorteil eines Honigtopfs. Es gibt immer genug Ziele. Darum sind es all die Häuser nördlich des Flughafens geworden. Die ganze Nachbarschaft sollte abgerissen werden. Und doch, all die Damen in den Maklerbüros haben das wohl nicht mitgekriegt. Ich rufe Sie an als Bauherr. Sag, ich sei stinkwütend. Sie müssen sich dort mit mir treffen. Und sieh mal an, außer uns meilenweit keine Menschenseele. Anfangs habe ich noch gewartet, bis ein Flugzeug drüber flog, um die Schreie zu übertönen. Aber nach einer Weile fiel mir auf, sie konnten so laut schreien, wie sie wollten. Niemand würde sie hören. Schöne Erinnerung. Versuchen Sie ruhig zu verstehen, warum ich so bin. Setzen Sie ruhig Ihre forensische Wissenschaft ein. Aber Sie werden es nie wissen. Sie werden es nie wissen, Monday. Sie werden nie wissen, wie sich das anfühlt. Zuzusehen, wie in jemandem das Licht erlischt. Na, finde ich schon gut. Das haben Sie gut gemacht. Taugt mir immer mehr und mehr von dem Typen zu erfahren. Taugt mir sehr. Bin ich. Taugt mir Wicke. Taugt mir Wicke. Bin gespannt. Was haben wir denn da aber Hübsches? Was könnte man da noch interagieren? Okay, jetzt. Der schaut so komisch, der ganz richtig komischerweise. Ich kann aber auch jetzt nichts erkennen. Was ich jetzt vielleicht schauen sollte. Hä? Die komisch. Irgendwie komisch. Ganz, ganz komisch. Da.
Wie sieht's aus, Jamie? Ein paar Elektrikprobleme, aber können gleich losgehen. Ja. Sieht gut aus. Genau wie Gaslicht. Mit einer Halterung und Folie könnte ich einen Flackereffekt hinkriegen. Das reicht schon so. Bisschen was ist noch zu tun, wenn Kate da ist. Dauert aber nur ein paar Minuten. Ja, ja. Hey, danke für dein Loblied beim Essen. War nett, das zu hören. Wir sitzen alle im selben Boot. Manchmal vergessen wir das. Was zur Hölle? Oh, ey. Oh. Achso, ja, sie ist ja Dings, die ist ja im Zimmer eingesperrt. Geil. Hey, na, wenigstens hören sie den Schrei. Hey, immerhin. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Die eine Puppe macht mir nur ein bisschen Sorgen. Ich... Leute? Leute, bitte! Aaron? Holt mich hier raus! Ich kann nichts sehen! Die Tür klemmt! Brecht sie auf! Sie rührt sich nicht! Ja, das nicht. Über diese Scheißpuppe, da geil! Oh, oh, muss ich jetzt dieses Spielchen spielen? Alles okay, wir sind da. Bist du verletzt? Oh je. Jetzt öffnet die Tür! Weg doch, Charlie! Wir sind hier, Aaron. Bleib ganz ruhig, okay? Zähl die Atemzüge. 1, 2, 3. Ich hab so das Gefühl, dass ich diese Scheißdrückerei machen muss. Nein, bitte nicht! Wir müssen diese Tür aufbrechen. Alter, Leute. Sobald sie die Puppe wieder mal sieht, rastet sie sowieso komplett aus. Ich um die Tür aufzubrechen. Mark und ich versuchen es weiter. Ja, da kommt sein Moment. Sehr gut. Schaut einseits wie er aus. Warte, nicht so dieses Foreshadowing, dass er ja beinahe das Messer in die Kehle reinsteckt. Bleiben Sie weg von mir. Oh fuck. Angreifen, definitiv angreifen. Definitiv angreifen. Ich glaube, das tut ihm überhaupt nicht weh. Das hat ja so gewirkt, wie hätte er einmal irgend. Wie jetzt ihm überhaupt nicht Wetter. Und wir sind am Arsch. Jetzt schon? Das ging jetzt aber sehr flott. Das ging für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell. Was? Und einer weniger, oder? Nicht hier. Offensichtlich. Hier ist niemand. Wo ist sie? Weiß nicht. Aaron? Sie hat einen Ausgang gefunden. Eine zweite Tür, eine Luke oder sowas. Ausgang? Das ist eine Abstellkammer. Das ging aber flott. Ich habe mich so eigentlich so dagegen gewehrt gehabt, dass ich eigentlich im Endeffekt wahrscheinlich gerade deshalb einen Fehler gemacht habe und immer ergangen ist die Ole. Wie Jamie wohl darauf reagieren wird. Sie schienen doch gerade zu begreifen, was sie füreinander fühlen. Ja, das ist so. Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumet? Offenbar hat er die Insel verlassen.
noch vor dem Abendessen. Wie unhöflich. Ja, gell, Wahnsinn. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so. Nettes Warten noch. Viele Herausforderungen. Mhm, aber wer kommt? Wie schaut es letztendlich aus mit dem Mützen? Und das kann sehr frustrierend sein. Manchmal beneide ich sie. Ich protokolliere nur. Sie aber greifen ein. Eilen Sie lieber zurück, bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft. Das Gefühl habe ich ja. Wir sind jetzt endlich mit den Münzen, Digi. Wo zur Hölle ist sie? Sie ist hier irgendwo. Sie muss hier sein. Ja, es gibt sicher eine einfache Erklärung. Das reinste Labyrinth hier. Sie hat sich nur verlaufen und... Und wie am Spieß geschrien? Ihr habt sie gehört. Etwas Schlimmes ist passiert. Das weißt du nicht. Bullshit! Du willst bloß den Dreh nicht einstellen, Charles. Ich dagegen habe kein Problem damit. Etwas läuft hier falsch, also finden wir Aaron und hauen von dieser verdammten Insel ab. Beruhigt euch, okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Ich muss mal kurz nachdenken, der holt sich gleich die nächste Kippe. Und er tritt von der Bühne, unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Charlie denkt nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich meine doch nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Die Show ist also wichtiger als Aarons Verschwinden? Ich bitte dich, Mark. Wir finden sie und hauen ab. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Mark, ich weiß nicht, wieso ihr zwei plötzlich eure Meinung geändert habt. Aber Kate hat recht. Ohne die Show sind wir alle am Arsch. Na, mir egal. Ich suche Aaron. Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt, hör mal. Los, lasst uns einfach weitermachen. Ich werde Dumet suchen gehen und alles mit ihm klären. Ich finde, nachdem er uns beim Essen versetzt hat, schuldet er uns ein Interview. Und Aaron lassen wir allein? Sie taucht schon auf. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Dumet ist weg. Das habe ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Hm? Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Wenn wir eh nach Dumet suchen, finden wir vielleicht auch Aaron. Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate. Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Oh, jetzt bin ich aber gespannt, ob er kommt. Ja, klar doch. Na, da muss sich der Kill aber jetzt ein bisschen bemühen. Okay, du Wahrscheinlich Genie. Sehen wir einmal aus. Wo suchen wir zuerst nach Dumet? Ich suche nicht nach Dumet. Ich check Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Aaron ist verschwunden. Wie kann dir das nur egal sein? Ich kann an mehr als eine Sache gleichzeitig denken. Weißt du, dank diesem Job hier, habe ich endlich erkannt, wie echte Soziopathen aussehen. Tja, unsere Show ist lehrreich. Ach, Arsch. Oh, geil. Ich hab beinahe auf Chef gemacht, so wie hast du mich genannt? Ich hab beinahe auf Chef gemacht, oder? Wie der Arschloch, der da ein bisschen deppert. Und? Ja, genau, 181, ja, Digi, jawoin! Dann schauen wir, Alter. Wieder alle weniger. Sehr gut. Was ist hier passiert? Keine Ahnung, aber die Blutspur ist ein bisschen sehr verdächtig, Digi. Bisschen sehr, sehr verdächtig. Natürlich gehen wir dort als letztes hier, aber es gibt hier vieles zu sammeln. Hey, das schön ist. Ich habe die Metz Visitenkarte gefunden. Das Gute ist wenigstens einmal, dass das 100... Aha, 1 von 5. Da wenigstens einmal wieder ein neuer Bereich ist, sodass du sagen kannst, okay, passt. Es hat sich
mal wieder was Neues ergeben. Aaron! Hörst du mich? Kannst du mich warnen, bevor du losbrüllst? Ich hab gedacht gehabt, dass er auf den Zettel da reagieren wird. Hätte ich verdacht gehabt, das hätte ich leiwand gefunden. Das hätte ich wieder urleiwand gefunden, wenn er drauf reagiert hätte. Auf dem Wisch. Schrei langsam durch. Wir haben kaum gesucht. Ja, aber sie ist jetzt schon lange weg. Aaron! Was wissen wir schon? Sie und die Matt könnten draußen eine rauchen. Sie hat Asthma. Sie raucht nicht. Du weißt, was ich meine. Wir finden sie. Ja, wie wird sie eine rauchen? Sieht ziemlich alt aus. Klar doch. Klar doch, Digi. Klar doch. Wie wird sie eine rauchen bei Asthma? Digga. Was zur... Digga. Bei Asthma. Aber ja, sie soll sie sicher rauchen. Ja, sicher. Würde mich interessieren, hätte ich geil gefunden, wenn man vielleicht die ein oder andere Person, die was wir vielleicht halt jetzt verloren hätten, einfach das einmal so ein durchgestrichen wäre. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Hätte mich natürlich wieder ein bisschen besonders motiviert, wenn man sagen würde, okay, passt, ich schaue jedes Mal ins Bücherlein, passt, wieder aller weniger. Ich hätte mir nicht gedacht gehabt, dass die so leicht hin nicht geht, die Alte. Bist du deppert, die ist so leicht in den Arsch gegangen, aber so leicht. Hm? Kein Strom? Schon wieder kein? Oder? Jedes Mal? Schon wieder kein Strom, das gibt's ja nicht. Oi. netter anderer Weg, würde ich mal sagen. Digga, wenn er nicht das überlebt, dann überlebt er das wieder nicht. Digga. Jamie, hier drüben. Richtig so, bist du am Arsch, Digga. Okay, ja. Verdammt, ich dreh durch. Das ist nur Blut. Nur? Nur Blut, Alter, nur Blut, ey, wir kommen nicht ausschaffen, nur Blut. Oder vielleicht ist das von Aaron. Schluss jetzt. Du gehst immer vom Schlimmsten aus. Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg. Schräg? Was willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat die Matt oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Vielleicht unser Abendessen. Das Abendessen muss ich jetzt ehrlich gesagt eh nicht mehr haben, danke. Willkommen zusammen zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Demet. Demet? Die wollte sich einfach die Ausstellung anschauen, so ist das. Wenn ihr das gewusst hättet, die Sechser zur Ausstellung gegangen leideln, damit sie sich wenigstens ein bisschen was anschauen kann. Kurz bevor sie weiter geht, natürlich. Na, wenigstens doch gehabt, dass ich wenigstens ein bisschen ausschauen kann. Schade. Oder wenigstens irgendeine Interaktion stattfindet. Tja, das ist jetzt wieder eine gute Frage. Entweder links oder rechts. Sind sie hier so, wie würde irgendein scheiß Debatte oder der rumlachen? Fick dich! Das gefällt mir gar nicht. Hab die schüchterne Hoden. Digi, spiel die nicht. Spiel die bloß nicht. Aha. Monday am 12. Oktober 1997 am Flughafen O'Hare kennen. Ich hatte den Auftrag, ihn dort abzuholen. Ich war ihm schon bei einem Vortrag über kriminelle Verhaltensmuster begegnet, der einige Wochen zuvor hier in Chicago stattfand, aber sicher hat er sich nicht an mich erinnert. Ich war ziemlich nervös, unerfahren wie ich war. Ich hatte gerade erst meine Ausbildung beendet und jetzt sollte ich für diesen berühmten Profiler den Chauffeur spielen, der gerade den Fall in Arkansas gelöst hatte. Sämtliche Zeitungen waren voll davon. Mein erster Eindruck war, dass er... Hä? Dicky, du kannst nicht einfach mittendrin abbrechen, Avara! Neuder! Nochmal! Kannst du denn einfach so mittendrin abbrechen, Dicky? Na, ich hoffe, da kommt noch mehr.
Na, ich hoffe, da kommt noch mehr, Alter. Da hab ich mittendrin abgebrochen, Alter. Ich hab's gerade gefeiert. Ich muss ganz aber ehrlich gestehen, ich vermisse gerade, Gott sei Dank haben wir das gefunden, die Interaktionen wieder ganz am Anfang. Weil ganz am Anfang haben sie oft Interaktionen durchgeführt miteinander. Haben sie ein bisschen geredet gehabt. Das hat man da gehabt. Das hat man richtig da gehabt. Aber hier hast du es dann eher wieder so, ja, sie gehen miteinander von Raum zu Raum und das war's. Das tut mir dann wieder ein bisschen leid. Und schade aber auch für die Charaktere, für Miteinander oder so. Gerade die erste Stunde, die ersten zwei Stunden waren extrem stark, wenn es in Richtung Storytelling geht, beziehungsweise wie die Charaktere zueinander sind, fand ich schon mal sehr, sehr gut. Ah, wundervoll. Oh, blutiger Handschuh. Ja, gebiete, gibt Schlimmeres. Gibt definitiv Schlimmeres. Das hat jetzt immer gut angehört. Vielleicht tut er auch einfach immer aufs Heftigste masturbieren. Wer weiß, der ein oder andere schreit sogar noch währenddessen. Das ist auch gut, aber ja, na gut. Ich würde mal sagen, mach mal auf der Havre. Und das glaub, weißt du angekokelt was? Wirst. Fuck! Das nenne ich mal Mitarbeiter fürs Leben. Was ist passiert? Geht's Ihnen gut? Was zum Teufel? Stopp! Da! Oh, shit. Ich muss aber auch dazu sagen, was ist das? Es könnte auch vielleicht ein oder andere Puppe sein. Der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Bitte! Jamie? Jetzt bin ich aber gespannt. Nein, ich will es riskieren. Ich will bleiben. Ich riskiere es. Oh mein Gott.